Tag, hier ist euer Daniel. Ja, ich spiele mal wieder Forge of Empire und habe schon ein bisschen gespielt. Und habe ich mir einfach mal so gedacht, weißt du, du kannst du da auch einfach mal das Video, ein Video hochstarten. Das ist das Tolle an Forge of Empire. Übrigens habe ich demnächst auch in Empire Earth wieder gespielt. Also Empire Earth Videos kommt bald wieder. Okay, 13 mal eine Produktionsgebäude eines 8 Stunden Produktions beenden. Oh, hast du das zufällig nicht gemacht? Ja, dachte ich mir doch. So, bestimmt alles erledigt und so, jetzt haben wir das auch erledigt. Noch einen Tag. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was man in den einen Tag noch bekommt. Was ist heute für eine Tagesernte in Event? Das ist auch gut. Aber das kriege ich sowieso nicht hin. Oh, ich hatte erst ein paar gehabt. Dafür ist doch das Inventar da. War noch so verkehrt. Das Gebäude. Was macht das eigentlich nochmal alles? Oh, schon mal auf Stufe 1. Immerhin auch ein Fortschritt in einem Tag. Okay, ändert sich ja nicht viel, ne? Wenn wir jetzt mal auf Stufe 2 gehen. Okay. Auch nicht. Ja, auch nicht. Es ist zwar auf Stufe 1 schon gut. Stufe 5. Alter Schwede. Erst auf Stufe 7 kriegt man 2 Fortschritte. Ja, okay. Ach, ich weiß nicht. Ach, naja, komm. Nee, auch Kacke, oder? Wie gut ist denn das? Belohnung des Toten und Toten in einem Tag. Aber es ist 4x4 groß. Das macht aber auch keine Vorräte. Das ist zum Katzen. Was keine Fortschritte. Fortschritte macht es auch erst. Ach so, ja, wenn es die Belohnung macht. Ach ne. Da warten wir den einen Tag auch noch ab. Wenn nicht, dann ärgere ich mich. Dann ist es halt so. Was ich glaube, ich nicht glaube. Auch vielleicht ein bisschen, teilweise, ja. Obwohl, nee, ja, ich würde eh die Höchststufen nicht zusammenkriegen. Vielleicht kommt auch tatsächlich ein bisschen was Besseres. Okay, gut, dann spielen wir mal Forge of Empire normal weiter, erstmal ohne Event. Die Tagesquest haben wir erledigt. Ja, okay. So, okay, 4 Stunden Produktion, nur das kriege ich doch hin. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt. Oh, jetzt haben wir mal 2 Minuten abgezogen. 56. 11:06 Uhr. Okay. Dann haben wir noch das. So. Die 2 Forgepunkte haben wir hier mit rein. Auch erledigt. Wunderbar. Dann gehen wir hier hin.
Okay. Okay, so, mal hier jetzt mal. Alter, hier in diesem Event klingt es immer wie, als würde hier gleich der Tyrannosaurus Rex rauskommen. Okay, immer noch nicht. Na gut, dann wollen wir mal hier das machen. Okay. Super duper, it's a very life, very, very good. Also Schokolade als Geld ist interessant. Aber wenn man so nimmt, kann alles als Geld genommen werden, gell? Das Wort Geld hat ja in dem Sinne ja nicht tatsächlich einen physischen Wert. Gibt's ja in dem Sinne ja nicht wirklich. Geld ist das einzigste Produkt, was keinen physischen Körper hat, gell? Mal so nur nebenbei gesagt. Ich wiederhole, Geld ist das einzigste physische Objekt, was keinen physischen Körper hat. Du kannst für alles Geld nehmen. Schokolade, Gold, Silber, Diamanten, Rohstoffe allgemein. Ja. Du kannst selbst einen Bleistift als Geld machen, wenn man das so möchte. So. Oh, sehr schön. Was können wir da hin machen? Kleine Häuser und kleine Produktionen, super. Und wenn das dann da steht, können wir dann auch das machen. Ja, das ist blöd. Aber da können wir wieder ein normales Haus abreißen. Aber Geld als Schokolade, cool. So, was brauchen wir noch? Diplomatie. Na, dann ist es. Warte mal, wenn ich das hier jetzt einreiße, kriege ich da noch irgendwie ein zweites hin? Nee, gell, kriege ich nicht. Ja, gut, dann machen wir erstmal einen Haufen Diplomatie so hin. Ja, und ja, dann wollen wir mal erstmal hier zack, zack, zack Diplomatie machen. Alter, als würde hier irgendwo ein Brontosaurus rumlaufen. Klingt cool. Jetzt wird ja gleich ein Dinosaurier um die Ecke kommen. So, Dinosaurier in Forge of Empire. Hey, cool, könnte man auch mal machen, ne? Ein Dinosaurier-Skelett oder ein Museum als Gebäude. Obwohl, mir fällt ja gerade ein, wir haben ja eins. Das fällt mir jetzt tatsächlich ein. Kulturelles Gebäude. Nee, das sind wir im Hochmittelalter, Spätmittelalter, Kolonialzeitalter, Polizeiwachen. Okay, Stadtpark, Rollschuhbahn, Schwimmbad. Einkaufszentrum, cool. Nee, das ist irgendwo. Oder ist das doch unter hier? Nee, gell? Nee. Oder? Hm.
Ja, nur mal zur Information, gell, ich habe in jeder Hinsicht habe ich, na, sag schon, Gebäude des Zeitalters aufgebaut. Polizeiwache, Saloon, Metro-Eingang, okay. Naturkundemäßig, ach, es kostet mich Diamanten, 500 Stück. Das ist blöd. Aber ich hätte was. Ja, wie gesagt, das wäre auch mal cool. Ein Museum für in Form von na, in Form von Eventgebäude und dann steht da so ein Dinosaurier. Hier haben wir doch eins, gell? Dieses Gebäude. Industriezeitalter, Naturkundemuseum. Und da ist bestimmt so ein Tyrannosaurus Rex-Skelett abgebildet. War doch bestimmt tatsächlich so. Ich habe das doch mal bei Zocklet so gesehen, gell? Auch cool, ne? Ja. Das wäre auch cool. Chuvessi Park in Forge of Empire. Als Eventgebäude. So hier wie die Menerie. Das wäre cool. Ja, cool. So, da machen wir noch das. Okay, dann sammeln wir das auch noch ein. Wie spät haben wir es denn? Oh. Ja, ich glaube, war 6, war es 11:06 Uhr, genau. Hab ich noch ein paar Minuten, okay. Na, ah, das machen wir auch. Ach nö. Wir sind die Münzen zu schade. So, was ist denn das? Ach, das ist mit Zufall. Kannst du alles kriegen, aber auch. Nö. Ich mag keinen Zufall. Zufallsprinzip im Forge of Empire finde ich doof. Richtig doof. Dann lieber direkte Gebäude und du weißt, was die produzieren. La 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 na 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 falschen. Wunderbar. Okay. Ja. Ja, damit habe ich angefangen. Also kurz bevor ich das Video hochgeladen habe, habe ich schon ein bisschen auf der Karte der Kontinente etwas gekämpft. Dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, da kannst du auch gleich ein Video hochladen. Das ist so cool bei Forge of Empire. Das geht einfach mal ganz schnell. So. Okay, gehen wir das zurück. Jetzt minimieren. Passt. Gut, den Rest mache ich ohne meine Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.